Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. So, das Q&A ist fertig zur Hurricane, Anvil Hurricane, jetzt aktuell im Concept Sale. Es ist Samstagmorgen, ich habe mir einen Kaffee gemacht und jetzt würde ich sagen, wir gucken uns jetzt mal die Fragen an. Sind nämlich eine ganze Menge und ich muss ganz ehrlich sagen, ziemlich spannende Antworten dabei, gerade so im zweiten Teil. Wenn ihr übrigens die vollständige Übersetzung haben wollt, die ist bei SCB erschienen. Der erste Teil ist schon online, der kam ja schon am Mittwoch. Der zweite Teil wird jetzt sicherlich vom Team, so wie wir es gewohnt sind, im Laufe des Wochenendes hinzugefügt. Ich kann euch nur sagen, klickt mal rauf, ist echt cool geworden. Da sind ein paar sehr spannende Antworten auch so für die Zukunft dabei. Die erste Frage, die gestellt wurde, und das war ja jetzt das erste Mal über Spectrum, wo man das hochvoten konnte. Das heißt, es haben jetzt nicht mehr nur die Designer einfach so ausgewählt, sondern jetzt ging es darum, dass die Leute ihr es bestimmen könnt, welche Fragen genommen werden. Und die erste, die am meisten Votes bekommen war, kann man den Turm übernehmen. Also kann der Turm ein Slaved Turret werden, dass er auch wie bei der Super Hornet vom Piloten übernommen werden kann. Die erste Antwort da ist ein bisschen politisch. Das bedeutet, sie ist so ein bisschen man kann also sagen, grundsätzlich ist die Idee, dass das für alle Türme mal geht. Das heißt nicht nur für die Hornet, sondern eben auch für die Cutlass zum Beispiel, für die Vanguard und so auch für die Hurricane. Der Witz dabei wird sein, dass man ein bestimmtes Bauteil, ein sogenanntes Blade, einbauen wird in die Avionik. Das bedeutet, man muss vermutlich was anderes dafür rausreißen, um das neue Bauteil einzubauen. Und dann wird der Pilot auch Kontrolle über diesen Turm bekommen können. Das heißt also, es wird immer ein bisschen ein Balancing-Faktor sein, was man dafür aufgibt. Aber grundsätzlich soll dieses System für alle Türme gelten bei Star Citizen. Könnte man sich also sogar vorstellen, wenn man halt die viele Komponentenmöglichkeiten hat, bei einer Retaliator zum Beispiel. Also zumindest wäre das die Idee dahinter, dass auch dieser Turm da von dem Piloten übernommen werden kann. Und ich fasse da jetzt mal Frage 18 mit hinzu, die war nämlich nochmal ein bisschen genauer. Wird man denn den Turm auch geradeaus richten können? Das heißt, so eine Art Gimbal-Lock dann auf den Turm machen können, um ihn starr nach vorne zu richten? Und da sagen sie nochmal, ja, wie gesagt, es ist gedacht, dass diese Türme auch dann mit diesen entsprechenden Bauteilen von den Leuten alleine gesteuert werden, also im Solo-Gameplay. Allerdings ist das natürlich einfach eine Balancefrage. Das heißt, sie balancieren momentan und auch wirklich weiter in die Zukunft heraus immer Solo-Gameplay, Multi-Crew-Gameplay gegeneinander und natürlich auch in der Mitte noch das Spiel mit NPCs. Kommen wir auch nochmal später zu. NPCs wird es also auch als Möglichkeit geben, in diesen Turm zu setzen. Und das soll alles zueinander seine Berechtigung haben. Sie sagen, Multi-Crew-Gameplay ist die eine Sache, dass man einfach die Spieler auf jeden Fall dafür belohnen möchte, dass sie sich die zusätzliche Arbeit machen, zu trainieren, gemeinsam in so ein Schiff zu gehen und einfach da auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis haben. Auf der anderen Seite heißt es nicht, dass Solo-Gameplay völlig unten drunter fällt. Es ist nur eine andere Art von Spiel und das würde auch bedeuten, dass man bestimmte Unterschiede einfach im Balancing da hat. Das bedeutet, dass manche Sachen im Solo-Gameplay besser funktionieren, manche Sachen im Multicrew-Gameplay. Und dass zum Beispiel ein Solospieler mit dem Turm niemals erfolgreicher sein soll als ein gut trainiertes Team im Multicrew-Gameplay. Da hat man eben so ein bisschen den Punkt und die NPCs bilden so ein bisschen die Mitte von beiden. Das heißt, man hat so ein bisschen ja das Gute und das Schlechte von beiden Seiten. Man gibt ein bisschen Kontrolle ab, die man sonst vielleicht hätte. Aber auf der anderen Seite kann man sich, wenn man ein bisschen Geld ausgibt in UEC, in der Währung dann im Spiel, kann man dann sich sicher sein, dass zumindest der Turm soweit im Durchschnitt gut bemannt ist. Also das ist so ein bisschen der Balancing-Faktor, diese drei Faktoren, die sie so ein bisschen nebeneinander stellen. Und da müssen wir sicherlich abwarten, wie es dann wird. Gut, ich komme dann mal zur Frage 2. Wie gesagt, das waren jetzt schon eigentlich zwei Fragen, die damit beantwortet wurden. Und da ging es um die Vergleichbarkeit der Geschwindigkeit und der Beweglichkeit dieser Hurricane im Gegensatz zu anderen Schiffen. Da sagen sie ganz klar, die Hurricane ist eher schnell als beweglich. Das heißt, sie ist ein relativ leichtes Schiff, dafür hat sie normal große Triebwerke, Haupttriebwerke, was aber bedeutet, dass sie relativ schnell in der Vorwärtsbeschleunigung ist. Sie ist eher weniger ein bewegliches Schiff. Das heißt, sie ist zum Beispiel nicht vergleichbar in ihrer Beweglichkeit mit einem modernen, leichten Jäger, wie zum Beispiel der Gladius. Das bedeutet, hier wird vor allem auf Vortrieb gesetzt und weniger auf, ja, sagen wir mal, die tatsächliche Agilität des Schiffes. Gut, weiter geht's.
kann man den Turm auch austauschen für einen größeren Waffenmount, wie zum Beispiel bei der Hornet oder der Super Hornet, wo man dann eben wirklich einen einzelnen großen Mount einsetzen kann. Gut, da sagen Sie, das System wird gerade aktuell komplett überarbeitet und ist in Review. Das heißt, da werden wir in nicht allzu ferner Zukunft ein neues System vorgesetzt bekommen, wo genau diese Punkte untereinander gebalanced sind. Dazu sagen Sie auch, dass es eben der Fakt ist, dass man dort gewisse Einschnitte dann mit in Kauf nehmen muss. Das heißt, da müssen Sie sehr darauf achten, was bleibt fair. Zum Beispiel eine einzelne Size 6 Waffe wird es wohl darauf dann nicht geben, sondern vielleicht aber eben eine Size 4 Waffe. Aber auch auf diese Art und Weise wollen Sie eben gucken, dass die Schiffe untereinander gebalanced sind. Das heißt, unterm Strich, man wird das austauschen können, aber was dann man dafür einsetzen kann, das können Sie jetzt an dieser Stelle jetzt noch nicht versprechen. Ja, Frage 4 ging dann weiter mit, wie effektiv ist dieses Schiff für einen einzelnen Piloten? Ist es wirklich nur auf ein Multicrew-Gameplay, das heißt Pilot und Gunner gedacht, oder kann man damit auch alleine was bewirken? Und Sie sagen, ja, also das Schiff ist grundsätzlich ausgelegt für zwei Leute und das ist einfach der Sinn. Und wenn man ein halbwegs eingespieltes Team dort in ist, wird man immer besser sein, als wenn man alleine mit dem Schiff fliegt. Das liegt vor allem daran, dass das Wichtige an dem Schiff das Ressourcenmanagement ist. Das heißt, der Generator ist relativ klein und nun mal, wie man so sieht an der Geschichte des Schiffes, auch veraltet. Das bedeutet, hier muss der Pilot wahrscheinlich sehr viel unternehmen, um die Ressourcen richtig zu managen, während der Gunner eben die Hauptlast an Bordwaffen trägt mit vier Size 4 Waffen, die halt an Bord verbaut sind, an dem Turm, diese Vierlingskanonen. Das bedeutet, der wird sich wahrscheinlich großteilig auf das Schießen und unter Umständen auf solche Dinge wie Raketen aufschalten und abfeuern konzentrieren, während der Pilot wirklich mit dem Fliegen beschäftigt ist und eben mit dem Ressourcenmanagement. Das bedeutet, hier muss man wirklich ein bisschen gucken, dass es eben untereinander funktioniert. Es ist möglich, das Schiff alleine zu fliegen und es ist, kann auch an manchen Stellen sinnvoll sein. Gerade wenn man zum Beispiel keinen Gunner findet, der verrückt genug ist, sich mit einem zusammen in die Kiste reinzusetzen. Aber wenn man halbwegs aufeinander eingespielt ist als Team, wird man damit besser performen als alleine. Ja, dann geht's weiter mit dem Unterschied. Was ist denn jetzt der Unterschied so zwischen Hurricane, Hornet, Buccaneer, Gladius und Saber? Genau, das waren die Schiffe. Ja, also Sie sagen, die Hornet ist sozusagen der Boxer. Das heißt, die kann eine Menge einstecken und sie ist eigentlich dafür gebaut, dass man am Ende derjenige ist, der noch übrig ist von allen anderen. Wohingegen die Buccaneer tatsächlich darauf ausgelegt ist, halt ebenfalls ähnlich wie die Hurricane einen relativ harten Punch auszuteilen, aber dann so schnell wie möglich zu verschwinden, denn viel aushalten kann sie nicht. Die Gladius wiederum ist tatsächlich der bewegliche, schnelle, leichte Fighter, der vor allem durch seine Raketenlast überzeugt. Und die Saber ist das Schiff, was sich anschleichen soll. So, und die Hurricane ist im Endeffekt ähnlich, ein bisschen ähnlich wie die Buccaneer, allerdings deutlich militärischer ausgerichtet. Sie ist vor allem dafür gedacht, schnell anzufliegen, also Geschwindigkeit aufzunehmen, aufzubauen, einen Strafing-Run zu machen, also schnell auf kurze Zeit viel Schaden auszuteilen und dann schnell wieder zu verschwinden. Und vor allem ist sie ein Schwarmschiff, das heißt, ein Schiff, was möglichst mit mehreren gleichzeitig eingesetzt wird, damit man eben den Fokus von dem einzelnen Schiff weglenkt. Warum? Das werden wir ein bisschen später noch erfahren in diesem Q&A. Ja, weiter geht's dann mit dem schweren Jäger. Die Frage, warum ist das denn ein schwerer Jäger, wenn doch das Gewicht so leicht ist? Also, wie gesagt, wir erinnern uns, Wiesen hat sich schon beschwert, warum ist das Ding 500 Kilo leichter als eine Gladius? Konnte er nicht verstehen. Sie haben sich so ein bisschen darauf, sind so ein bisschen darauf eingegangen in dieser Frage, haben gesagt, also, als allererstes, denkt daran, das Schiff ist tatsächlich relativ alt in seiner Konstruktionsweise, das heißt, zur damaligen Zeit galt es auf jeden Fall als schwerer Jäger. Inzwischen haben sich die Jäger ein bisschen verändert in dieser Zeit, sind ein bisschen schwerer, ein bisschen härter gepanzert worden, aber damals war es so. Abgesehen davon, von dieser etwas, ja sagen wir mal, wirklich etwas unrelevanten Erklärung, ist es so, sie gilt deshalb vor allem als schwerer Jäger, weil sie halt eine enorme Waffenlast mitbringt. Das heißt, hier geht es nicht um die Flugeigenschaften, hier geht es auch nicht so sehr um die, insgesamt muss man sagen, um die ganze Ausstattung des Schiffes in Richtung Panzerung und Schwere in dem Sinne, wie dieser Begriff es sagt, sondern hier geht es vor allem um den Punch, den dieses Schiff austeilen kann und der ist ziemlich heftig. Das ist auch, glaube ich, klar bei dieser Waffenlast und darum wird dieses Schiff auf jeden Fall als schwerer Jäger gewertet, zumal
und das ist ganz wichtig, man es nicht als leichten Jäger fliegen darf, vor allem wenn ihr selber leichte Jäger damit identifiziert, dass sie Dogfighter sind. Denn das ist dieses Schiff nicht. Es ist kein Dogfighter und dementsprechend darf es auf gar keinen Fall verwechselt werden, wie zum Beispiel mit einer Gladius oder ähnlichem, einem Abfangjäger, was wirklich für den Dogfight gebaut ist. Gut, gucken wir nochmal weiter. Frage 7, ganz wichtige Frage, für mich eine der entscheidendsten Fragen überhaupt bei jedem Jäger. Hat das Schiff einen Schleudersitz? Es hat sogar zwei. Und das ist das Gute an Anvil Design und das sagen wir mal so, auch das Gute an einem militärischen Design. Dieses Design ist darauf gebaut, dass auch die Piloten überleben sollen. Und Anvil ist tatsächlich sogar sehr stolz darauf, dass sie das immer so machen und wohl nie anders machen werden. Das heißt, dieses Schiff hat tatsächlich zwei Schleudersitze, einen für den Piloten, einen für den Gunner und damit bin ich zufrieden. Wir gucken weiter, was die Frage 8 sagt und da geht es um die operative Reichweite dieses Schiffes. Gerade so im Vergleich zwischen auf der einen Seite der Vanguard und auf der anderen Seite der Gladius, also Abfangjäger und Langstreckenjäger. Sie sagen, die operative Reichweite dieses Schiffes wird nicht im Vergleich jetzt zu diesen anderen beiden Schiffen nicht besonders hoch sein. Das heißt, eher in Richtung Gladius, denn in Richtung Vanguard. Die Vanguard ist nun mal ein Langstreckenjäger und dieses Schiff hier ist ursprünglich dafür gebaut, als Carrier-basiertes Schiff quasi reingeschleppt zu werden oder reingebracht zu werden in das Operationsgebiet, dort loszufliegen, einen schnellen Schlag auszuteilen und dann auch relativ schnell wieder zurückzukehren, erklärt sich schon daraus, dass es im Grunde genommen gebaut ist für ballistische Waffen. Und das bedeutet, die haben eine begrenzte Munitionsanzahl, genauso wie die Raketen oder Störkörper. Und dementsprechend muss man an einem gewissen Punkt schon wieder quasi die Munition nachfüllen. Das bedeutet deshalb, erklärt sich auch ganz gut, dass dieses Schiff eher für mittlere Distanzen gebaut ist. Allerdings hat es nicht nur einen Quantum Drive, sondern natürlich auch einen Jump Drive. Das heißt, man wird schon Sprünge damit machen können. Es ist allerdings eben weder vom Komfort her noch von der ganzen Ausstattung her für eine lange Reise ausgelegt, wie zum Beispiel die Vanguard. Ja gut, kommen wir weiter. Was ist denn mit der Stärke des Reaktors und kann man das aufrüsten? Ja, also grundsätzlich ist es so, der Reaktor ist tatsächlich bei dem Schiff relativ klein. Das bedeutet, es ist nicht unbedingt dafür ausgelegt, eine volle Energiewaffenlast unterzubringen. Kommen wir sicherlich später auch nochmal dazu. Aber sagen wir mal so, man wird auf jeden Fall die Möglichkeit haben, wie fast mit jeder Komponente, sie ein bisschen abzugraden, ein bisschen zu verbessern. Allerdings muss man dazu sagen, dass das unter Umständen immer noch nicht zu einem Ergebnis führen wird, was jetzt andere Schiffe und modernere Schiffe mit sich bringen. Das Schiff ist tatsächlich eher auf zwei Dinge ausgelegt, nämlich auf Geschwindigkeit und auf Feuerkraft. Und Feuerkraft vor allem, was ballistische Waffen angeht. Und das heißt, man wird eine gewisse Reichweite haben, mit dem man auch diesen wunderbaren Generator austauschen kann, aber man sollte jetzt nicht das Energiewunder in diesem Schiff erwarten. Gut, was ist denn jetzt nun die beste Taktik im Dogfight für diese Hurricane? Wie soll man dieses Schiff fliegen? Ja, und dann sagen sie zu, im Grunde genommen kommt es darauf an, ob man im Schwarm mit mehreren Schiffen, also in einer Staffel unterwegs ist, oder ob man alleine unterwegs ist. Alleine ist es tatsächlich so, dass man wirklich darauf achten muss, dass man sich seine Kämpfe ganz genau aussucht. Denn eine Hurricane alleine ist grundsätzlich relativ verwundbar. Und es wird also dementsprechend so sein, dass man sehr genau gucken muss, wen greife ich an, wie greife ich ihn an, schnell rein, viel Schaden machen und möglichst dann sofort wieder raus und möglichst nachladen, reparieren, was auch immer. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn man jetzt im Schwarm unterwegs ist, das heißt mit mehreren Schiffen gleichzeitig, dann ist es so, dass sie wahrscheinlich am sinnvollsten ist, in Wellen anzugreifen, also Boom and Zoom, wirklich, dass immer einzelne Schiffe reinrauschen, so ein bisschen kann man sich vorstellen, vielleicht wie ein aggressiver Bienenschwarm, die nacheinander sozusagen auf das Ziel einstoßen, dann wieder wegfliegen und bevor der Gegner am besten weiß, auf wen er jetzt überhaupt schießen soll da. Das ist so ein bisschen die Taktik dahinter. Also man merkt, das Schiff ist wirklich für schnelle, präzise und hoffentlich auch ausreichend starke Schläge ausgelegt. Gut, damit im Grunde genommen nehme ich mir jetzt einen Schluck Kaffee und wir kommen zum zweiten Teil des Q&A, das ist dann nämlich ab Frage 11. Habe ich von Angry Bot gelernt übrigens, der macht das immer zwischendurch, finde ich eigentlich ganz sympathisch.
Gut, also dann machen wir weiter. Frage 11. Warum hat dieses Schiff nur einen Size 2 Engine? Auf den Schiffsstat-Seiten ist es doch irgendwie alles ein bisschen chaotisch gerade und genau das geben sie auch zu. Und jetzt fangen wir mit der Frage nochmal an. Size 2 Engine, wo man doch sagt, es soll doch so viel Geschwindigkeit haben. Ja, der Punkt ist der, auch die Hornet hat nur einen Size 2 Engine, ist aber ja im Grunde genommen deutlich schwerer. Das bedeutet, hier sieht man schon, die Size 2 bedeutet hier bei diesem Schiff, dass einfach mehr Vortrieb ist, dass dieses Schiff mehr Geschwindigkeit aufbauen kann, schneller beschleunigen kann als eine Hornet, weil es einfach sehr viel leichter ist, aber die gleiche Größe an Engine hat. Das heißt, sie ist im Endeffekt dadurch unvergleichbar. Und dazu haben sie jetzt einen relativ langen Absatz geschrieben, der, glaube ich, vielen Backern und insbesondere uns, die sich viel um Tutorials und irgendwelche Schiffsguides kümmern, aus der Seele spricht. Die RSI-Seite und die Schiffsstats dort sind eine Katastrophe. Und das wissen sie auch. Sie sind sich der Rissen bewusst und sie wissen auch, dass gerade wenn, während sich jetzt diese Entwicklung so hinzieht und die Schiffe immer wieder neue Schiffe kommen und sowas, dass die mit den alten Schiffen zum Teil überhaupt nicht zusammenpassen und dass es nicht richtig abgedatet wird und das ist ihnen völlig klar. Finde ich schon mal gut, dass sie dieses Statement rausgebracht haben, weil bisher hat man so immer so gedacht, so welcher Praktikant gibt da die Zahlen ein? Wissen sie, das ist nun so, dass sie aktuell, und da sind sie tatsächlich jetzt relativ stolz drauf, jetzt gerade momentan daran arbeiten, das alles gleichzusetzen. Das heißt, es wird ein ganz neues System geben, es wird auch eine neue Darstellung, Art der Darstellung auf der Webseite geben, wie diese Schiffe untereinander gebalanced sind, wie die ganzen Komponenten zusammenpassen. All das hat mit dem Item-System 2.0 zu tun, was jetzt kurz vor der Veränderung steht. Und sie sind gerade in diesem Prozess. Es wird noch ein bisschen dauern, sagen sie auch, weil es geht eben nicht nur darum, dass neue Zahlen eingegeben werden, sondern dass das Ganze revamped wird. Das heißt, dass wir eine komplett neue Ansicht davon kriegen. Und ich hoffe auch, dass es wirklich ein bisschen user-friendly ist, dass man wirklich vergleichen kann. Kennt das ja aus anderen Spielen, wo man Komponenten nebeneinander stellen kann und vergleichen kann und sowas alles. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, denn ich freue mich da riesig, denn aktuell ist es eine Katastrophe, das wissen wir alle. Gut, so viel dazu, aber wie gesagt, mit den Engine Sizes, das hat sich schon halbwegs erklärt und der Geschwindigkeit im Vergleich zum Gewicht. Ja, Frage 12 war dann Stealth-Eigenschaften, also dafür ist das Schiff ja eigentlich nicht ausgelegt, aber wie gesagt, findige Bäcker finden immer solche Loopholes und fragen dann irgendwo, ob vielleicht die Komponentengröße, die ja insgesamt relativ klein ist, dafür sprechen könnte, dass dieses Schiff dann schwieriger aufzuschalten ist im Radar und dass es halt weniger Signatur abgibt, bla bla bla. CRG hat im Grunde gesagt, nee. Könnt ihr lassen, könnt ihr vergessen, es ist eigentlich Quatsch, dieses Schiff ist kein Stealth-Schiff, es wird nie die Eigenschaften einer Saber zum Beispiel haben, die wirklich darauf ausgelegt ist, die darauf gebaut ist. Es heißt nicht, dass man sich damit gar nicht anschleichen kann, aber man muss schon sehr viel Tricks aufwenden. Denn dafür ist das Schiff einfach nicht gebaut. Also lasst es einfach aus den Gedanken raus. Ich glaube, das war eigentlich die Intention von der Beantwortung dieser Frage. Ja, nächste Frage, Frage 13, war dann Hangarplätze. Wie sieht es denn damit aus? Wie viel Platz nimmt das Schiff zum Beispiel in so einem Idris-Hangar und ähnliches weg? Ganz einfache Antwort. Die wird in der gleichen Größenkategorie sein wie zum Beispiel eine Hornet oder eine Gladiator. Das heißt, sie wird auch entsprechend viele Hangarplätze wegnehmen. Genauso wie die anderen Schiffe auch. Gut, Frage 14, Thruster. Wie ist es denn nun? Das ist wieder das Problem mit den Stats. Da gab es hier Informationen in der Broschüre, da gab es Informationen auf der Website und so weiter und so fort. Das hat alles nicht zusammengepasst. Die endgültige Antwort ist, sie hat zwei Main Thruster, das heißt zwei Haupttriebwerke, Verzeihung, und 8 Manöver-Thruster und 2 Retro-Thruster. Also ich wiederhole nochmal, 2 Main-Thruster, 8 Manöver-Thruster und 2 Retro-Thruster. Das ist die endgültige Antwort. So sollen wir es dann auch stehen lassen. Nächste Frage war Frage 15. Was ist denn jetzt der Glasshammer? Was ist denn jetzt nun damit gemeint? Nun, über die Waffenlast wurde viel geredet. Da haben sie jetzt noch nichts weiter mehr zu gesagt. Die Waffenlast ist heftig und groß. Das ist quasi der Hammerteil. Und jetzt reden sie nochmal über den Glasteil. Das hat eben das, dass man sagen kann, dieses Schiff wird in seiner Ausdauer, die es selber hat, eben weniger eine Hornet sein oder eine Gladiator von Anvil, sondern eher eine Mustang, eine 300er Serie. Das bedeutet, Mustang 300er Serie sind eher zivile Schiffe. Die sind multifunktional in vielen Stellen. Das heißt aber, sie sind nicht darauf ausgelegt, jetzt viel Schaden einzustecken. Im Gegensatz dazu wird eben zum Beispiel die Hornet oder die Gladiator und die, ja, obwohl es ein Anvil-Schiff ist und ein Kriegsschiff ist, wird eben die Hurricane eher in dieser
zivilen Richtung unterwegs sein, was auf jeden Fall die Kapazität angeht, Schaden einzustecken. Sie wird allerdings einen relativ großen Afterburner-Tank haben und man wird sich auch als Pilot und Gunner großteilig darauf verlassen müssen, diesen Afterburner einzusetzen, wenn man denn beschossen wird, um eben schnell aus einer Situation rauszukommen, beziehungsweise eben auch auszuweichen, wenn man es im Straving mit einsetzt. Auch die werden irgendwann aufgebraucht sein und dementsprechend ist halt die beste Taktik, wenn man gegen Hurricane kämpft, zu versuchen, sie von dem restlichen Trupp, von ihrer Staffel, von ihrem Schwarm zu separieren und dort sinken dann einfach die Überlebenschancen, gerade auf die Dauer eines Dogfights gerechnet, weil der Afterburner natürlich irgendwann auch alle geht. Ja, dann fragen wir mal in Richtung Frage 16 nach. Wie sieht's denn aus mit der Modularität der Hurricane? Gerade im Vergleich zur Hornet, wo man zum Beispiel ja den Ball-Turret austauschen kann gegen Cargo, gegen Scanning-Equipment, gegen was auch immer, Tracker-Modul und was da nicht alles reingeht. Wie sieht's denn da aus? Und da ist die Frage relativ schnell beantwortet. Ja, nein. Das gibt's hier nicht in dem Schiff. Also das heißt, die ist relativ festgelegt auf ihre Komponenten, wie sie jetzt so sind. Und zwar nicht in Bezug auf die Komponentenart, sondern in Bezug auf die Ausstattung an sich. Das heißt, wir werden hier nicht große Möglichkeit haben, dieses Schiff in irgendeiner Form anders auszustatten, um es für große andere Zwecke zu benutzen. Es ist ein Kampfschiff, es ist für diesen Zweck, einen Zweck gebaut und viel Varianz wird es dort nicht geben. Und bevor ihr da draußen fragt, es hat keinen Frachtraum. Danke. Das war mir noch wichtig. Dozer for the win. Ansonsten kann man noch sagen, Frage 17 ist, wie ist es denn mit den NPCs? Werde ich denn einen NPC da hinten reinsetzen und wenn ja, was für Nachteile habe ich dadurch? Aktuell sagen sie, sie sind in ihrem Plan so weit, dass es keine Nachteile haben wird, wenn man NPCs einsetzt dort hinten. Das heißt, Verzeihung, keine Gameplay-artigen Nachteile. Außer zwei Dinge. Und das eine ist, es kostet Geld. Wie es haben sie so schön ausgedrückt, um sich die Freundschaft eines NPCs zu sichern, muss man UEC zahlen. Das heißt, es kostet in-game Währung, natürlich einen NPC zu bezahlen. Und der NPC hat ein Skill-Level. Das bedeutet, der zweite Teil von dieser Antwort ist natürlich, wenn ihr einen schlechten NPC dort hinten reinsetzt, zum Beispiel eine Stewardess, die normalerweise auf einer Starliner unterwegs ist und die setzt ihr da hinten in den Turm und bezahlt die dafür, dann wird die eher was anderes machen, als sich um die Waffen kümmern. Das heißt, sie wird einfach weniger treffen, sie wird schlechter damit umgehen können. Genauso eben ein Kellner oder sonst was, den ihr anheuert, der euer Turret Gunner wird, der wird halt nicht so gut sein wie jemand, den ihr, der darauf ausgebildet ist. Das sind so ein bisschen die beiden Nachteile. Das heißt, im Grunde genommen wird es mehr Ressourcen kosten und es wird auch, gerade wenn es bessere Leute sind, also deutlich Ressourcen kosten, sodass es zum Beispiel sich unter Umständen lohnt, sich doch einen Kumpel zu nehmen und den dort hinten reinzusetzen, wenn der bekloppt genug ist, das zu machen. Aber gut, das soll ja euch überlassen sein. Wir kommen zu Frage 18. Das überspringe ich ein bisschen, weil das ging da nochmal um diesen Turm. Das hatte ich am Anfang schon mal antwortet. Hier ist der Slave Turret eben. Kann man das nun mit dem Gimbal Lock und so weiter? Also wird die ganzen Möglichkeiten geben, das zu machen. Und ich finde vor allem das Konzept ziemlich cool, dass man wirklich ein Blade, das heißt wirklich tatsächlich so eine Art Platine so einsetzt in die Avionik und dann sagt, so, jetzt ist der Turm, jetzt kann ich den Turm auch vom Cockpit steuern, aber dafür muss ich was anderes ausnehmen. Finde ich cool, die Mechanik, so soll es sein. Ja, und dann kommen wir nochmal zu einem Thema, was gerade mir und ich glaube vielen von euch da draußen auch echt auf der Seele liegt. Also mir in meiner Funktion beim Crash Corps als Navy-Kommandant, der sich nun wirklich jeden Tag im Endeffekt mit den Türmen auseinandersetzt. Und es gibt ja nun sehr, sehr viele Arten von Türme. Es gibt Türme hier in Größe von Jägern, wie zum Beispiel jetzt die Zukunft der Hurricane, aber auch der Super Hornet jetzt aktuell oder eben dann etwas größer mit der Cutlass, mit der Vanguard, mit dem, ja, wie sie alle heißen, Freelancer, Constellation. Aktuell haben wir natürlich bis zur Größe von Caterpillar und Starfarer, die wir jetzt schon im Spiel haben, wo je größer das Schiff wird, desto sinnvoller wird es, einen Turm zu besetzen, denn desto besser kann der Gunner eben wirklich gerade aktuell im Spiel agieren, weil die Schiffe einfach langsamer werden und die Gunner deshalb eine bessere Möglichkeit haben zu zielen. Und nichtsdestotrotz ist die Turmmechanik noch ganz am Anfang. Das merkt man total und sie ist an vielen Stellen überhaupt nicht wirklich einzusetzen. Gerade in der Super Hornet kannst du es vergessen. Also das ist totaler Quatsch aktuell. Und wie gesagt, also je größer das Schiff wird, desto besser geht's noch. Gerade wenn man einen guten Piloten hat und sich viel untereinander abspricht. Aber es ist immer noch echt, naja.
Ihr wisst, was ich meine. Aber auf jeden Fall war die Frage, wie werden denn nun in Zukunft die Türme verbessert? Was können wir da erwarten? So, und es gibt eine schlechte Nachricht, die sage ich gleich zu Anfang an. Und zwar, das steckt wirklich noch in den Kinderschuhen. Sie sind noch nicht so weit, dass sie wirklich fest daran arbeiten, das zu tun. Die Schiffe wie die Hurricane zum Beispiel sollen jetzt in Zukunft diese Arbeit vereinfachen und verbessern. Bedeutet aber auch, dass dieses Schiff dann erstmal in die Engine kommen muss. Das heißt, es wird wirklich noch eine Weile dauern, bis wir ein gutes Ergebnis daran haben. Das liest man aus dieser Antwort raus. Sie haben viele Konzepte, sie haben viele Ideen, was sie machen wollen und was sie umsetzen wollen, können aber noch nicht sagen, was davon reinkommt und ob es endgültig dabei bleibt, was sie jetzt als Ideen haben. Aber sie sind auf jeden Fall sich bewusst, dass sie da ganz grundlegend was dran machen müssen. So, dieses gesagt und eben mit dem Disclaimer, es dauert noch eine Weile, sie sind noch nicht wirklich da dran, das zu implementieren, das heißt, wir müssen uns wirklich noch gedulden, haben sie eine Liste rausgegeben an Sachen, die sie sich vorstellen und die keine Gewähr auf Umsetzung haben, aber wo sie sagen, das sind so die Ideen. Und diese Liste, die klingt wirklich gut, die lese ich euch jetzt mal vor. Und zwar das erste ist, sie wollen auf jeden Fall, und das ist glaube ich ein festgesetztes Ziel, die Zielstabilisierung des Turmes verbessern. Das heißt, den Turm entkoppeln vom Schiff an sich. Das heißt, dass die Möglichkeit gesehen ist, egal wie das Schiff fliegt, dass der Turm auf dem Schiff bleiben kann, auf seinem Ziel bleiben kann, dass es halt stabilisiert wird. Zweitens, sie wollen gemeinsame Zielcomputer haben für Piloten und Gunner. Und ebenso für mehrere Gunner, die unter Umständen auf den Schiffen verteilt sind. Super Idee, finde ich cool. Kann der eine Ziel aufloggen und ihm sagen, hier, ziel mal da drauf und der Gunner kann dem folgen oder andersrum. Weiterhin wollen sie, dass die Turm-Zielverfolgung für zum Beispiel die Raketenaufschaltung funktioniert. Das heißt, man zielt mit einem Turm mit und kann dadurch gleichzeitig eine Rakete aufschalten und dass das dann kombiniert wird mit der Radar- und Scanner-Mechanik, die dann eben auch von zum Beispiel einem Turmschützen oder eben einem Co-Piloten auf der Super Hornet gesteuert werden kann, sodass man dann wirklich eben auch zum Beispiel für eine ganze Staffel Ziele festlegen kann. Finde ich eine super Idee. Außerdem kann es eine Koop-Möglichkeit für mehrere Gunner an Bord eines Schiffes geben, damit der beste Gunner dann sein ESP an andere Spieler in den Türmen weiterleitet. Das heißt, wer am besten zielen kann und wer am besten auf dem Schiff drauf, auf einem Ziel drauf sein kann, dessen ESP ist halt am besten, am wirksamsten. Das heißt, der Pip sitzt direkt auf dem Ziel drauf und die anderen Gunner können davon profitieren, weil ihr ESP davon auch besser wird. Krasse Idee. Außerdem genauso bei der Einschätzung der Reichweite. Auch da kann es eine Koop-Mechanik geben, dass die Reichweiten-Einschätzungen sich sozusagen so transferieren, dass die anderen Gunner an Bord eines Schiffes oder eben auch der Pilot eine Einschätzung vom Hauptgunner kriegt oder von eben sozusagen bei uns wäre das der Tactical Action Officer, der das dann lenkt. Ja, dann haben wir die Möglichkeit oder soll es auf jeden Fall ein gemeinsames HUD und User Interface geben zwischen Pilot und Gunner. Das heißt, dass sie sich nicht nur sozusagen Daten und Zahlen austauschen können, sondern auch miteinander kommunizieren können, dass eben zum Beispiel der Gunner auf bestimmte Dinge zugreifen kann, sehen kann, die der Pilot sieht und macht und tut und andersrum, sodass sich das also auf jeden Fall enger miteinander kombiniert. Außerdem soll es eine verbesserte Kühlung für die Türme geben, dass sie eben nicht so schnell überhitzen und dass man da auch andere Komponenten einbaut. Kann. Es soll die Möglichkeit von gestaffelten Salven geben, das heißt gestaffeltes Abfeuern der Waffen, um die Feuerrate zu verdoppeln. Wie genau das aussehen kann, kann ich mir jetzt gerade noch nicht so richtig vorstellen. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr dazu eine Idee habt. Also es geht hier um Staggered Fire, also Staffelfeuer oder gestaffelte Salven. Wie genau das aussehen soll, weiß ich jetzt noch nicht, aber vielleicht habt ihr ja eine Idee. Und außerdem soll es wirklich mehr Informationsaustausch und Interaktion für zum Beispiel den Gunner und Unterstützungsrollen, also Leute, Engineers oder ähnliche Techniker an Bord geben, die sozusagen dann unterstützend für den Gunner unterwegs sind. Das heißt, da zum Beispiel Energiezufuhr regeln und so weiter und so fort. All diese Kommunikation und Interaktion soll auch über das User-Interface bzw. HUD passieren. Genauso, dass der Gunner zum Beispiel Infos über Reparaturen bekommt, die an Bord gemacht werden müssen und zum Beispiel auch über Boarding-Einsätze, die halt ja sozusagen zurückgeworfen werden müssen. Das bedeutet, das ist relativ simpel und ich glaube, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch kommen wird. Das hängt vor allem damit zusammen, wenn das Itemsystem 2.0 da ist, dass es halt irgendwo explodiert.
explodiert oder irgendwas kaputt geht und dann einfach alle an Bord eine kleine Notification kriegen von wegen, hey, solltest du reparieren, sonst ist bald hier Dunkeltuten. Also von daher, da haben sie sich viele Gedanken gemacht. Sie sagen immer noch, wie gesagt, was davon wirklich ist, ins Spiel schafft und ob es jetzt alles ist oder nur Teile davon, können sie jetzt noch nicht sagen, aber sie arbeiten sehr hart daran, sie wollen das unbedingt machen. Das Einzige ist, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Aber Geduld sind wir gewöhnt als Star Citizen Bäcker und Fans und ja, das war also auf jeden Fall das Q&A. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuhören. Es war ja jetzt doch eine ganze Weile. Das heißt, ich habe jetzt eine ganze Weile hier so vor mich hingequatscht und ich hoffe trotzdem, ihr konntet einige coole Infos daraus nehmen. Wie gesagt, wenn ihr es alles nochmal nachlesen wollt, findet ihr das auch bei SCB. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Channel, wenn ihr weiter up-to-date bleiben wollt bei Star Citizen und selbstverständlich schenkt uns das ein oder andere Like, den ein oder anderen Kommentar und wenn ihr uns für unsere Arbeit als YouTube-Creator für Star Citizen in der deutschen Community unterstützen wollt, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Das würde uns sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und see you on the flight deck. Sawyer out.